Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Summoners War und gleich mal am Anfang, sorry für meine Stimme, ich bekomme die Grippe. Mein Hals ist zu, meine Nase ist zu, oh mein Gott. Ja, ich versuche es dennoch zu machen, ohne rumzurotzen, sorry. Guckt euch im ersten Moment einfach mal diese schöne Insel an. Er hat die Insel für mich vorbereitet, hat, glaube ich, in anderthalb Wochen das Summoning für mich vorbereitet. Von dem Event genug Scrolls eingesammelt und überall. Und ich würde einfach mal sagen, Mana ist relativ knapp. Müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Wir fangen mal mit den mystischen Rollen an. Wir werden keine Steine machen. Laika hat er schon. Und einfach die Chance, nochmal einen Laika zu ziehen, ist bei mir mit Doppel-Deafness und so weiter relativ gefährlich. Darf er gern selber machen. Aber auf jeden Fall viele Grüße an Joel. Und wir legen jetzt einfach mal los. Und wünschen ihm mal auf jeden Fall viel Glück. Wir sind in 8008. Da könnte doch mal wieder Net 5. kein Fake. So. Ja, ich bin mal gespannt, wenn ich die Grippe loswerde. Ich hoffe nicht, dass es jetzt auf Dauer wird. Da mache ich jetzt heute auch nur ein kurzes Video. Nicht, dass meine Stimme noch komplett versagt. Na, jetzt wäre mein Lightning nicht schlecht. Da würde ich einfach sagen, wir switchen schnell auf die Light and Dark um. Damn it. Harp hier, die ist in Ordnung. Kein Lightning. Oh, fuck. Ich würde sagen, Fernet 5 hat er schon. Lass mich schnell schauen, dass wir da keinen Fehler machen. Dafür machen wir Wind. Ich sehe keinen Windnet 5. In dem Fall, Retesh. Damn it. Und dann ist Sierra zum Beispiel. Fuck. Okay. Oh, ich will jetzt aber ein Lightning. What the fuck? Okay, Lightning. Lightning, Leute. Yes! Gott, scheiße. Nice, Mann. Fire Monkey, Jesus Christ. Den bekommen in letzter Zeit wirklich viele. Also, göttlich, göttlich, göttlich. Bin ich mal gespannt, ob er mit seinem zweiten Account hier im Channel drin ist und das sieht. Bisher noch keine Reaktion. In der Gilde auch nicht. Wow, Net 5, mega geil, Mann. GZ Rune, what the fuck? Was? Was geht mit dem Behinderten? Okay. Egal. Nice. Der passt auch ganz gut zu dir. In dein Deck, in dein Monster-Deck, wenn man es so sagt. Der Fire Monkey ist eigentlich wirklich. Ich habe den jetzt extra. Lightning. Back-to-back, Net 5. Okay. Kizune, ja gut. Ja, Fire Monkey kann er wirklich überall gebrauchen. Ich habe den bei den Biestern jetzt wirklich oft dabei. Der ist so genial. Ich habe den ein bisschen tanky gemacht. Und den kann man wirklich oft in die Frontline reinbauen. Und der macht irgendwann auch richtig gut Damage. Ich habe den auf Gewalt geruht, finde ich wirklich sehr gut, weil der hat eine Burgrate wie Jasun und Theomars eigentlich fast. Ich finde, der funktioniert auf Gewalt extrem gut. Okay, kein Lightning. Ich mache jetzt gleich die Feuerrolle und hoffe nicht, dass wir hier einen Blitz kriegen, sondern dann wieder bei der Wasserrolle. Ja, okay, Golem. Gut, Wasserrolle. Da wäre Pisama ganz nice. Da wäre... Leider kein Lightning. Fuck. Okay, träumen wir weiter. Steine machen wir nicht. Genug Mana haben wir. Legendäre Rolle. Wir haben volles Monsterlager, sehe ich gerade. Packen wir doch einfach mal ganz zufällig den Net 5 da rein. Und lassen das so. Und machen jetzt einfach noch ein Verrat dazu. Oder was meint ihr? Verrat, Windpanda? Go. Oh mein Gott, Velajoule, scheiße, mega nice das Monster, ich will den unbedingt, wow, was für ein, nice, oh mein Gott, nice,
zwei Net 5s, zweimal Feuer, zweimal, die man wirklich sehr, 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 sehr gut brauchen kann. Weil der Jewel ist ja wirklich ein Biest. Der macht auch noch gut Damage, macht Wille Buff drei Runden lang. Und ist ein Erzengel. Erzengel finde ich irgendwie das Spiel oder das Monster, was das Spiel ausmacht, vor allem der Light. Die Erzengel sind einfach mega nice. So, jetzt müssen wir. Fickt euch, what? Ey, sind die hier auch so salty? Wir packen jetzt mal den einen Net 5 auch hier ins Lager rein. Ich glaube. Holy fuck. So wenig Rollen, zwei Net 5s hat er mega verdient. Er hat sich richtig Mühe gemacht, hier die Rollen zusammen zu bekommen. Okay, so lange gucken wir mal an. Vielleicht hat er ja zufällig Runen. Wir holen die Monster jetzt nicht mehr. Stop, stop, stop. Oh shit. Leute. Also nochmal als kleine Hilfestellung. Das Wichtigste in diesem Spiel ist es, Runen zu farmen. Wir sehen hier eine Rune drin. Die ist in Ordnung. Sind auch die Monster alle geruhnt? Oh, hier ist massives Monster- und Runenfarmen angesagt. Eieieiei. Welcome to the Archangel Club. Holy shit. Wow, nice. Ja, jetzt können wir nicht mal ruhen. Okay, in dem Fall machen wir es so. Da es für dich im Early Game nicht so einfach ist, würde ich sagen, Vela Jewel auf Speed. Auf Speed ist der sehr, 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 sehr gut aufgehoben. Speed und Offset, Kritrate. Oder wenn du nicht schnell hinbekommst, Wille. Aber Wille kannst du nicht farmen. Das heißt Speed und Kritrate. Und den Monkey würde ich gerade gleich runden. Speed deshalb, damit er einfach schon einen Grundspeed hat und du eventuell nicht unbedingt auf 2 Speed machen kannst. Sondern ich würde ihn auf 2 Attack runen, auf 4 Crit Damage und auf 6 wieder HP oder Def. Einfach weil durch die Schläge, die er bekommt und seine passive Fähigkeit, kriegt er sowieso hier massiv Attack dazu. Dann kann man dem schon mal eine Tanky-Rune geben und dann ist er einfach ein bisschen safe. Speedmäßig ist er auch ziemlich gut dabei. Also macht den ruhig als Speedset mit den eben genannten Bausteinen von Runen. Guckt, dass er schön tanky ist, dass er genug Kritrate kriegt, nach Möglichkeit natürlich. Und dann funktioniert der. Vela Jewel würde ich auf jeden Fall Speed, Speed Def Def mit HP Substats und ein bisschen Accuracy Runen würde ich machen, damit er einfach ab und zu auch mal ein bisschen einen Strip macht, weil den kann man ganz gut brauchen. Ja, das sind so meine wow, was für eine geile Rate. Holy shit, der wird sich mega freuen. Warum packst du die ins Lager? Komisch. Soll eine Überraschung sein. Ja, ich bin mega happy jetzt. Das hat sich mal... Punkt, 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 Wort. Ja, was will man noch sagen? Holy shit. Ja, das wird wahrscheinlich mein Line-Account wieder überfluten mit Anfragen, aber haut einfach die Anfragen raus. Wir kriegen die Summonings unter. Im Moment ist der eh so, ich habe keinen Bock auf Guild War-Videos, weil irgendwie es sind im Moment immer die gleichen Gegner oder sind es Low-Def oder ich komme gegen die abartigsten Gegner, wo ich dann immer meine Standard-Teams nehme und ich habe eigentlich keinen Bock. Wieso machen wir nicht einfach eine Summoning-Woche und ihr haut alle eure Rollen bei mir raus? Und dann machen wir wirklich eine komplette Net5-Woche, an der wir am besten in jedem Account Net5 ziehen und jeden hochpushen ohne Ende. Ja, ich denke, das war's jetzt. Mega, 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 mega GZ an Joel. Ich hoffe, du kannst das damit anfangen. Farm ist sofort drohen. Gibt keine Ausrede mehr. Wie sieht der Briefkasten aus? Truhe ist leer, das heißt keine Energie, wie auch immer das geht. Farme Runen ohne Ende. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.